zurück bei Gotham Knights. Da oben gibt es noch eine Robin-Erinnerung. Die können wir uns gleich mal angucken gehen. Kurz noch die Sachen checken, also Fallakte. Klar, Harley Quinn, das ist immer noch ein bisschen ein zu hohes Level. Mr. Freeze. Verhöre Regulators, das könnten wir in der nächsten Nacht auf jeden Fall mal machen. Rat der Eule, rede mit Talia al Ghul, das wird auch in der nächsten Nacht passieren, perfekt. Herausforderung, besiege Assassinen der Liga der Schatten, alles klar, das machen wir. Eulennest ist immer noch offen. Talents. Weißt du, ich habe jetzt wieder zwei Talents besiegt, aber die zählt es hier einfach nicht dazu. Verstehe ich nicht ganz. Bulldozer, das ist immer noch alles offen. Das ist klar. Herstellung. Shinobi-Stil. Dämonenanzug-Stil. Okay, das gibt jetzt sicher neue Anzüge wieder. Kann ich nachher kurz reinschauen dann, wenn ich wieder mit Red Hood am Start bin. Was ist mit... Ja, das hat immer auch dieses Verhören, das nicht klappt irgendwie. Das läuft eigentlich soweit. Ja, das auch. Angriff auf Zeugen, Schläger, stelle eine Nahkampfwaffe mit beliebiger Seltenheit her. Das muss ich noch machen. Zwei Nahkampfwaffen, dann geht es auch bei Lucius eventuell weiter. Das lasse ich mal noch, erst wenn ich ihn wieder spiele, Datenbank. Verschwinde, Assassinen. Aha, mit Schwungfähigkeiten, die Schaden über Zeit verursachen. Okay, alles klar. Dann haben wir das auch geklärt, Verbrechen. Liga der Schatten. Okay. Gothams Fahndungsliste ist was Neues. Kümmere dich für Detective Montoya um sie und diese Verbrecher werden auf immer und ewig weggesperrt. Aha, die gefährlichsten Mitglieder jeder Fraktion haben es auf Montoyas Fahndungsliste für Gotham geschafft. Jeder dieser meistgesuchten Verbrecher ist ein bekannter und überaus gefährlicher Gegner. Kümmere dich genau, das ist das. Was Neues. In diesem Fall Fähigkeiten. Okay, einige, und das muss ich jetzt nicht alles lesen, das ist okay. So, Profile, Fraktionen, Liga der Schatten, der Assassine, diese loyalen Fußsoldaten zählen zu den am besten ausgebildeten Kämpfern in der Welt und sind Experten in der Kunst des Verschwindens, das haben wir gemerkt. Und die Raketenwerfer, es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist als ein sehr gut im Nahkampf ausgebildeter Assassine, ein sehr gut ausgebildeter Assassine mit einem Raketenwerfer. Okay, die gibt's regulär und dann gibt's die auch wieder in ganz verschiedenen Ausführungen eigentlich. Das Archer Hotel, klar. Das habe ich ja gesagt, dass das nicht lese hier. Das. Gott. Tim Drake. An Dick Grayson von Tim Drake. Ich überlege mir, eine Auszeit zu nehmen, wenn das alles vorbei ist, um nach Virginia zu reisen. Point Pleasant, um genau zu sein. Durch die Sache mit dem Rat habe ich darüber nachgedacht, ob hinter den Mothman-Sichtungen vielleicht doch mehr steckt. Alle Sichtungen wurden abgetan und wegerklärt, aber genau so war es beim Rat der Eulen doch auch, oder? Mein der Mothman, oder sind es mehrere, existiert, wäre Mythologie natürlich seine beste Tarnung. Vielleicht haben wir es ja mit einer Geheimgesellschaft oder einer riesigen anthropomorphen Motte zu tun, verflucht. Vielleicht auch nicht, und ich mache einfach nur Urlaub. Ich kann eigentlich nur gewinnen, oder? Eigentlich schon, ja. Langstrom Assistent an alle von Barbara Gordon. Ich will die Laune nicht verderben, aber der Assistent ist auch tot. Eine Leiche, die auf seine Beschreibung passt, wurde neulich in dem Leichenschauhaus gefunden, Barbara. Lazarus-Forschung an alle von Tim Drake. Ich gehe Bruce Akten über Ra's durch und versuche, eine umfassende Zeitlinie zu erstellen, wann er der Lazarus-Gruppe ausgesetzt war und wie sich sein Verhalten verändert hat. Wenn ihr einverstanden seid, würde ich mich gerne mit euch über eure Erfahrungen mit ihm und Talia austauschen. Anhand der Daten lässt sich nicht alles erschließen, daher wäre es schön, ein paar Einblicke aus erster Hand zu bekommen. Dick, du hast wahrscheinlich mehr mit ihm zu tun gehabt als jeder andere von uns. Tim. Constance. Mehrere Empfänger, der Pinguin, alle von Red Hood. Hey Oswald, wie geht's Constance? RH. Wenn es Gerechtigkeit auf der Welt gäbe, würde sie tief unter der Erde mit den Würmern Walzer tanzen. Übrigens, du bist nicht gerade subtil, Red Hood. War auch nicht meine Absicht. Wo ist sie also? Weg, hat ihre Kotten geleert. Die alte Schreckschraube hat immer gesagt, dass sie ihre eigene Insel kaufen will. Wenn du sie siehst, schub sie für mich eine Treppe runter. Sie hat sogar, ach, vergiss es, Oswald Cobblepot. Seine Mutter war die Frau mit dem ausgestopften Hund, oder? Das war die.
Oder seine Großmutter, besser gesagt. Von der ist hier auch die Rede, glaube ich, oder? Constance Cobblepot. Genau. Was ist das hier? Ah, Showdown mit Mr. Freeze. Ach, das ist... Okay. Tutorial Showdowns. Okay, gut. Muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Das reicht mir dann einmal. War schon schwierig genug da am Anfang. So. Mal schauen, was die Robin-Erinnerung hergibt. Das war's dann. Alfred tappt direkt in Robins Falle. Matt in zwei. Was? Wie hast du... Alter Trick. So gewinnt Alfred. Zeig's mir. Robin muss seinen eigenen Weg zum Sieg finden. Robin denkt, das klingt viel schwerer. Das ist es auch, lieber Robin. Aber nur so können wir Fortschritte machen. So. Red Hood ist wieder dran. Wir haben endlich den Mann identifiziert, der als die Stimme des Rats bekannt ist. Es ist Jacob Kane, Bruce Onkel. Er wusste nicht nur, dass Bruce Batman tot ist, sondern er kennt auch unsere Identitäten. Bruce' Geheimnis hat er bewahrt, aber bei uns hat er keinen Grund dazu. Das stimmt. Wir haben einige Daten aus dem geheimen 13. Stock des Orchard Hotels auf diesen USB-Stick geladen. Das ist eine Abschussliste, mit auf der die Namen von Dr. Langstrom und seinem Assistenten stehen. Sie enthält zudem Infos über andere Überwachungsaktivitäten des Rats der Eulen. Das alles haben wir bereits an Montoya geschickt. Hoffentlich reicht es, um Jacob Kane hinter Gitter zu bringen. Das kannst du direkt vergessen, ne? Der hat alles in der Hand. Seine Frau ist Commissioner. Wir sind uns da aber allerdings nicht so ganz sicher, ob sie weiß, wer Jacob Kane so bei außerschulischen Aktivitäten ist, nämlich als Oberhauptrat der Eulen, ne? Das wissen wir nicht. Ob sie das weiß. Sie ist Commissioner, ich nehme an, er hat sie einfach da platziert, das macht auch Sinn. Aber naja, wie wir gesehen haben, haben sie wahrscheinlich jede Gesellschaftsschicht in ihren Händen. Sowohl das Gericht wie auch die Polizei. Ich glaube nicht, dass sich der so einfach verhaften lässt. Aber wer weiß schon, wir werden es sehen. Ne? Ich habe nicht das Gefühl, dass das so einfach ist. Red Hood. Okay, also. Herausforderung, das ist jetzt einfach nochmal dasselbe bei ihm. Ach so, jetzt verstehe ich das. Bei jedem Helden ist das wieder separat. Ist das nicht ein bisschen, ist ein bisschen übertrieben, ne? Aber was soll's, kommen? So, Anzug. Sieht aus wie so ein Rocker. Anti-Talon-Anzug. Einfacher Rächer-Anzug. Die sind einfach alle wieder schwächer. Ich bleib mal beim aktuellen. Der ist nice. Ich muss aber Waffen herstellen, glaube ich, ne? Die sind auch nicht unbedingt besser. Deswegen bleibe ich da auch mal bei dem, was ich habe. Gut, jetzt Herstellung. Achtung, Anzug. Modularer Kryogener Anzug. Sieht nice aus, aber ist eigentlich schwächer in den wichtigen Kategorien wie Kraft und Verteidigung, deswegen lasse ich das mal weg. Ich muss das ja auch nicht herstellen, weil ich müsste eigentlich Nahkampfwaffen herstellen. So, die werde ich aber nicht anlegen, weil sie schwächer sind. Aber das war jetzt so eine Herausforderung, oder? Ich muss das immer ein bisschen überprüfen. Ja. Mehr kann ich leider nicht herstellen.
War es nur ein Nahkampf? Warte. Ja, Nahkampf. Kann ich nichts mehr herstellen, leider. Oder doch? Geht das? Warte. Vielleicht zählt's. Mal schauen. Hat gezählt. Nice. Jetzt kann ich ihn wahrscheinlich dann wieder aufsuchen, wenn ich auf der Karte bin. Perfekt. Gut, Fernkampf. Nee, schwächer, oder? Ja, einfach die Kraft ist halt schwächer. Das Schaden ist ein bisschen besser. Aber Kraft ist mega schlecht. Ich bleib mal noch bei meiner. Wobei ist Schaden besser als Kraft? Da bin ich ein bisschen unsicher. Erschütterungsschaden. Komm, ich nehme die mal. So, Mods. Gut. Und Stile. Titan, Eternal. Was heißt der? Ja, Neonschwarz, Dämon. Ja, gut. Es ist alles mega krass, aber. Eben, wie gesagt, die sind mir dann schon wieder so ein bisschen zu extrem. Aber naja, ist okay. So, wie viele Punkte? 4. Was haben wir hier? Jede Kugel, die Red Hot abfeuert, hat eine kleine Chance, den fünffachen Schaden zu verursachen. Erhöht den Schaden. Erschütterungsmine brauche ich fast nie. Okay, das ist cool gegen Regulators und Mafia. Das muss ich auf jeden Fall machen. Die beiden Sachen. Gut. Jetzt komme ich wieder nicht in die Mitte. So, jetzt. Schwungfähigkeit. Habe ich was freigeschaltet? Ich habe was... Ne, ich habe nichts freigeschaltet. Nein. Leider nicht. Kommt noch. Showdowns. Das ist was Neues. Brauche ich aber nicht. E-Mail. Von Dick, hey Jason, wir müssen nicht persönlich über die Sache reden und offensichtlich habe ich diese E-Mail sowieso nie geschickt, also gibt es eigentlich nichts zu bereden. Aber es gibt etwas, das ich loswerden will. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber ich möchte, dass du weißt, dass ich hinter dir stehe. Bruce wusste, dass du zu großen Dingen fähig bist und wir glauben das auch. Du bist ein wichtiger Teil des Teams und ich bin froh, dass du da bist. Rezept des Tages Zitronenhuhn an Jason Todd von Tägliche Rezepte. Bevor ich eine Karriere in der Küche einschlug, konnte ich nicht sonderlich gut kochen. Nicht aus mangelndem Talent, sondern weil ich es einfach nicht oft genug machte, um gut darin zu sein. Ich lebte allein und es erschien mir unsinnig, für mich alleine ganze Mahlzeiten zuzubereiten. Aber dann lernte ich jemanden kennen. Beim ersten Besuch wollte ich so richtig Eindruck schinden und kochte ein einfaches Rezept für Zitronenhuhn, das ich im Internet gefunden hatte. Es war ein Hit und das befriedigende Gefühl, jemandem ein gutes Essen zu zaubern, weckte meine Leidenschaft und das wiederum führte zur Gründung dieser Webseite. Seitdem habe ich mein Zitronenhuhn-Rezept immer wieder abgewandelt und perfektioniert und euch gerade eine Nostalgie-Schwelge kochen wir es heute nach. Jason ist offenbar der Koch der Truppe und er hat jetzt ein Rezept für ein schmackhaftes Zitronenhuhn gekriegt. Isabel Ardila, Achtung, ich freue mich, dass dir das Buch gefällt, auch wenn es mir leid tut, dass es dich in einer so schwierigen Zeit gefunden hat. Ich weiß, wie es ist, sich selbst unter Menschen einsam zu fühlen. Wenn ich niemanden habe, mit dem ich reden kann, schreibe ich gerne. Ich habe dafür ein Tagebuch, aber du kannst auch einfach die Notizen-App auf deinem Handy oder Computer oder was auch immer nehmen. Hauptsache, lässt es irgendwie raus. Ich sollte in 6 Wochen wieder in Gotham sein, was sich wahrscheinlich unendlich lange anhört. Aber wenn ich wieder da bin, sollten wir uns treffen. Vielleicht kannst du dann dein Chili für mich kochen. An dein letztes habe ich mich noch tagelang erinnert. Isabella Ardila, keine Ahnung, wer das ist. Unglaubliche Investitionschancen, ja gut, das ist nur Werbung wieder.
Master Todd von Pennyworth, Alfred Pennyworth, bezüglich Patrouillen. Mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit immer länger und häufiger auf Patrouille gegangen sind. Und ich möchte nur sicherstellen, dass Sie sich nicht überanstrengen. Man kann weder vor seiner Trauer davonlaufen, noch sie unterdrücken. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, Alfred Pennyworth. Finanzierungsidee von Dick. Hey Jason, ich hatte Gelegenheit, mir deinen Vorschlag für das Mentorenprogramm für Gotham anzusehen und er gefällt mir. Genauso etwas würde Bruce von Wayne Enterprises erwarten. Vielen Dank. Ich würde den Vorschlag gerne so bald wie möglich dem Vorstand unterbreiten. Also lass mich wissen, wann wir uns zusammensetzen und ihn ausarbeiten sollen. Dass wir das letzte Mal gelesen haben, wo er ihm quasi sowas wie wie soll ich das nennen? Ja, es steht da hier im Mentorenprogramm, halt so ein Leitfaden gemacht hat, wie er sich um die Jugendlichen in Gotham kümmern will. Und Dick ist offenbar dann doch der Chef von Wayne Enterprises, quasi der CEO, der die Firma einfach leitet. Das hat er von Bruce. Und er wird jetzt den Vorstand fragen, ob wir da was finanzieren könnten. Respektive, ob die Firma was finanzieren könnte. Gut. Puh, genug gelesen. Haben wir noch eine neue Farbe für das Batcycle eventuell? Oh. Ich bleib, glaube ich, aber mal noch. Nee, komm, ich nehme das. Das ist nice. Das hatten wir schon länger, das wollte ich nicht unbedingt. Das war jetzt gerade drauf. Gut. Ich glaube, für jedes Rennen gibt es einen neuen Skin. Diese Ladungen sind ziemlich heiß. Ist das Tempo denn wirklich nicht zu hoch? Ist okay. Und überhaupt, ich schieße ja nur auf Leute, die es wirklich verdient haben. Du bist fast am Sicherheitslimit. Das lässt dir nicht viel Spielraum für Fehler. Hast du die neuen Panzerungen gesehen? Wir verlieren das Wettrüsten, wenn wir im Netz sind. Nicht alle unsere Gegner haben Panzerungen. Aha. Wenn die Munition sicher ist, beweis es. Schieß auf mich. Okay. Vielleicht ist sie zu heiß. Warum rechnest du es nicht durch und sagst mir, welche Ladung passt? Toll. Oh, dann prüfen wir auch gleich Polymervolumen und Komposition. Geringeres Tempo heißt weniger Ausdehnung. Aber durch den Gelanteil gleichen wir das aus. Ah. Okay, cool. Ich hoffe, ich muss jetzt diese Quins nicht stumm schalten wegen dem Lied. Tja, YouTube wird es mir schon sagen. Wir werden es sehen. Gut. Zurück in die Nacht. Wir können bei Lucius vorbei, wir können bei Montoya vorbei und wir können bei Talia vorbei. Wir haben Talia in einem Parkhaus in der Stadt gefunden. Ich sende Ihnen den Standort. Talia mache ich zuletzt, weil das ist die Hauptquest. Regulators möchte ich noch verhören. Generell verhören wäre nice. Ja. Was habe ich jetzt schon wieder für eine Mail gekriegt? Das ist von Barbara, ne? Das habe ich aber schon gesehen, oder nicht? Ja, ist okay. Gut. Also. Hier haben wir wieder die Wache, aber das ist dann wieder... Das wird ja so doof, dann geht das andere, glaube ich, wieder weg, ne? Oh, manchmal ist das echt ein bisschen unübersichtlich hier mit den ganzen Herausforderungen. Bei der Wache habe ich jetzt gar nichts mehr, komischerweise. Na gut, dann kann ich da hingehen, ne? Ich glaube, das andere habe ich auch geschafft, oder? Ja, gut. Also, zuerst zur Wache und dann bewegen wir uns weiter. Was ist? Das war das andere, das habe ich noch nicht gemacht. Hier ist wieder so ein Rennen. Ja, eins ums andere, ne? Regulators verhören das auch noch.
Wo ist denn Montoya? Okay, Montoya ist offenbar dann doch... Verdammt! Keine Sache auf der Karte. So, jetzt. Tut mir leid, dass ich so lange im Menü bin, auf der Karte bin. Aber das gehört zum Spiel ein bisschen dazu. Auch das mit dem vielen Lesen. Ich möchte eigentlich alles mitnehmen, wenn es geht. David war doch bei dem coolen Club da auf dem Dach. Da gehe ich natürlich gerne hin. Das ist einfach eine coole Location da oben. Ja, genau. Vesuvius Skybar. Warum kann ich da nicht runterspringen? So, jetzt. Hey, David. Der hat nie Gäste hier. Ich hab da was, das dich interessieren wird. Ja, das ist halt immer so ein bisschen... Ich weiß halt nicht. Hoffentlich weißt du, wie dankbar wir dir für alles sind. Es ist halt immer dasselbe, ne? Und dann ist es immer nur in bestimmten Stadtteilen. Ach komm, ich mach das einfach, weiß auch nicht, so zufallsmäßig. Da ist ein kriminelles Geschäft. Auf geht's. Ich bin hier so blockiert hier oben. So. Sind das Regulators? Zwei Gangs. Kann ich den großen Typen da ausnocken? Na, die sieht mich jetzt, oder? Die sieht mich nicht. Ich trau diesen Typen keinen fairen Deal zu. Das ist beste Fall. Wie ist das? Warum explodiert die Ladung nicht bei ihm? Alter! Alter! Warte, ich muss die andere ausschalten dahin, die regt mich auf. Ja gut, jetzt bin ich gestorben, toll. Oh, ich bin wieder viel zu ungestüm da rein, jetzt ist das wieder weg, oder? Tja, seit langem wieder mal gestorben, verdammt. Naja, das Ding ist jetzt leider weg. Okay, nicht so schlimm. Gut, dann halt. Oh, das nervt mich immer ein bisschen. So. Immer diese scheiß Drohnen, Mann. Ich check. Nein, das wollte ich nicht. Mein Gott. Thank you.
Ich check das mit diesen Haftbomben irgendwie nicht. Warum gehen die nicht los? Muss ich vielleicht mal noch nachlesen, mit diesen, wie das mit diesen Haftbomben funktioniert bei Red Hood. Hey Lucius. Was machst du? Schleichst dich an einen alten Mann heran? Was habe ich jetzt gekriegt? Keine Ahnung, eine neue Herausforderung wahrscheinlich wieder. Ja, ist immer das gleiche, komm. Ich krieg halt nur EP, ich krieg halt nicht wirklich was Cooles. Ja, das ist so ein bisschen, ugh. Weißt du, was ich meine? Das ist so, das ist so für nix, ne? Und vor allem ist es immer wieder das Gleiche. Jetzt muss ich wieder Nahkampfwaffen herstellen. Das habe ich ja vorhin schon gemacht. Vielleicht lasse ich das sein. Oder ich werde mich einfach nicht mehr wirklich drauf konzentrieren. Hier ist noch ein Verbrechen. Da nehme ich aber kurz die Schnellreise dafür. Regulator sollte ich noch verhören. Aber weißt du, das mit diesem Verhören, das klappt irgendwie gar nicht mehr, habe ich langsam das Gefühl. Es geht ja einfach nicht. Ich meine, vorhin ist es wieder nicht gegangen. Vielleicht jetzt. Level 18. Jetzt schön leise. Okay, Kryobehälter. Ich sollte mir das ansehen. Zeit zum Auschecken. Schön ruhig. Achtung, da kommt einer. Ja, gut. Ach, das ist so bescheuert immer. Wo ist dieses blöde Organ? Da hinten. Geh mir aus dem Weg. Dr. Tompkins ist auf dem Weg zu Ihnen. Okay, das wird knapp. Vollgas. Oh mein Gott. Sollte ich aber packen eigentlich. Ja, das reicht. Du hast gerade einem kleinen Mädchen das Leben geschenkt. Vielen Dank. Vielleicht gehst du lieber nach Hause. Habe ich gern gemacht.